Tschüss. Hallo Mäuschen, wie geht's dir heute so? Darfst du nichts? Ja. Mäuselein. Ab und sag du mal was. Schwachkopf. Du bist ein Spacko. Adi, du? Los? Ich bin ein Superheld. Hey, ja, sag mal was. Ich bin ein Superheld. Oh, jetzt zieht er sich wieder aus. Ich werde hier umgenommen. Ja, komm mal, Alfons, sag mal was. Ich muss nicht. Sag mal was, mach mal was. Hallo Oliver. Ja, sag doch mal was. Hast du eine Zigarette, oder? Wie war denn gestern Silvester? Eine Zigarette? Ja. Vera? Film du mich mal. Eine Zigarette? Ja, ja, einfach auf den Dings gucken. Da gucken. Da, hier. Ja. So. Ich wieder ja, raus. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt zieh dich aus, Oliver. Das ja, macht er nur im Schlafzimmer und da kommt keine Kamera hin. Doch, da kommt die auch hin. Hemmungslos. Ja, vielleicht machen wir das Schlafzimmer, ja. Komm, film mal mich. Ihr wollt doch alle Geld verdienen. Zu hart, stopp. Oh. Zieht nicht. Ja? Zieht nicht. Schwer? Gib noch mal her. Stell die Kamera doch einfach da oben hin. Nein, mach's aus. Ja, mach doch mal, jeden Tag halbe Stunde. Träger, sag mal was, ich interviewe dich jetzt. Also, wir können dich nicht mehr rausschneiden. Wenn du interviewen willst, musst du auch Fragen stellen. Ja, Gregor, sag mal, wie alt bist du? 100 Jahre. Was sagst du so zum Leben? Sagst du so zum Leben? Alles scheiße. Alles scheiße? Guck mich mal an, Alfons. Alles scheiße. Ficken bleiben. Geh mal ein bisschen durch die Wohnung. Jungschen ist wieder da, ne? Jungs, du wärst. Very, very, very. Na, Koko, Mäuschen. Koko. Guck mal, Mäuschen. Willkommen in der Gruft. Willkommen bei Greisohn. Familia Greisohn. So, da bin ich wieder. Na, Mäuselein. Schmeckt die Zigarette? Nee, die ist noch nicht an. Alfons, und schmeckt deine Zigarette? Ja, Onkeli, sag mal was. Ja? Geht's dir gut, Onkeli? Ich geht's mir, ja. Mit Salat, mit Essen gut. Ja, Salat, Essen gut, alles. Tür zu, kalt. Ja. Ich muss schlafen, ich habe immer noch ein Auto für ihn. So heizen wir hier also mit Gas und mit Holz. Ja. Und Atombrennstäbe, ja, erzähl mal mehr. Guck ich mal an, Alfons. Ja, und den atomaren Müll vergraben wir dann im Garten, damit wir in 2 Jahren total verstrahlt sind. Wir sind doch jetzt schon total verstrahlt, Mäuschen. Ja, du bestimmt. Okay.